herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Altus Live hier mit mir in Sachsen Let's Player also auf Black Color Elite. Ja, heute geht es wieder etwas ruhiger zu. Wie gesagt, Storyline ist beendet. Wir machen mein Haus endlich weiter. Denn das muss so langsam fertig werden, wenn ich ehrlich bin. Und da können wir uns leider auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen. So. Deswegen geht es jetzt auch mit dem Hausbau weiter. Wir sind gerade noch in der zweiten Stage. Oder immer noch wohl bemerkt, ich komme ja bisher mal in der Woche dazu. Wir brauchen noch etwas Kupfer. Das besorgen wir dann aber zuletzt, weil das ist das Niedrigste im Endeffekt, was wir dann noch brauchen. Wir brauchen Eisen alle, also komplett Eisen. Wir brauchen komplett noch Zement. Ja, das war's. Zement, Eisen und ein bisschen Kupfer. Hat man eigentlich schon alles erledigt. Und Zement ist diesmal nicht der größte Teil. Der größte Teil ist diesmal wirklich dieses Kupfergedöns. Und achso, Holz. Wir waren noch ein bisschen Holz. Aber beim letzten Mal leider nicht alles geschafft. Aber wie gesagt, das kriegen wir auf jeden Fall noch alles hin. Wir müssen jetzt hier erstmal zum Steinbruch etwas Stein abbauen und dann daraus Zement zu machen. Stein ist relativ groß, also hat relativ viel Gewicht, aber mal so viel Volumen. So. Deswegen werden wir jetzt auch nicht allzu viel von den von Zement schaffen, würde ich mal behaupten. Steinverarbeitung, aber nicht der Steinbruch. Da gibt es einen Unterschied, würde ich mal behaupten. Der Steinbruch ist. Mal kurz hier links anmachen. Eisenmine. Wir können natürlich auch erstmal Eisen machen, aber eigentlich eher weniger. Hier, da unten ist der Steinbruch. Noch schnieke 5 Kilometer entfernt. Ah ja gut, kann auf jeden Fall ja mal passieren. Tja, und dann geht es wie gesagt erstmal hier mit dem Hausbau zu. Ich denke mal für die dritte für die dritte Stage im Allgemeinen weiß ich gar nicht, wie was da noch für die Villa verlangt wird. Ja, wie gesagt, Villa ist nun mal leider etwas kostenintensiver, dafür ist es umso schöner, wenn sie dann steht. Aber es dauert halt noch ein Stückchen dauert es dann. Sobald die steht, können wir dann auch endlich, oder ich kann dann jedenfalls mal mit dem neuen Projekt schon mal ein bisschen was testen, was ich davor habe. Oh, 3,4 Kilometer ist natürlich wieder, wer hätte es gedacht, neblig. Ich weiß ja nicht, wenn wir eh mal auch hier hinkriegen würden, wenn wir mal strahlend Sonnenschein, blauen Himmel und keine Ahnung, 10 Kilometer Weitsicht haben. Ich glaube, den werden wir uns den Tag werden wir erleben. Ja, da ist doch gerade was auf dem Radar. Habe ich noch ein anderes Fahrzeug auf dem Radar. Das desinkt aber Gott sei Dank. Ganz wenig. Da geht's auch schnell kriegen. Darf man halt nur nicht so sein, dass der Main-Rotor darf auf keinen Umständen kaputt gehen, ansonsten ist der ganze Heli-Marsch. Kann nicht mehr repariert werden. Und das ist dann auch eher suboptimal. So, du befindest dich nicht in der Nähe einer Mine. Nö, ganz wenig, würde ich mal behaupten. Wir befinden uns nur eigentlich schon gerade drauf. Aber sonst passt ja eigentlich alles. Du befindest dich nicht in der Nähe einer Mine. Wo haben sie denn hier das Ding gesagt? Ach, hier hinten. Meine Fresse. So noch Ansprüche hier haben. So. Ja, haben wir nur leider wieder das kleine Missgeschick hier. Wegen dem Ragefinder, aber relativ egal. 2 Steine bauen wir hier ab.
Und die wiegen leider auch dann dementsprechend schon etwas. Spieler CC auf mit Waffe getrennt. Leider. Geil. So, und das nächste. Ja, auf jeden Fall. Wir chillen jetzt einfach nochmal die restlichen zwei Tage. Also sprich hier den Donnerstag und den Freitag noch ein bisschen ab hier, wie gesagt, an unserem Hausbau. Sehr viel werden wir jetzt nicht schaffen, wenn wir jetzt bis morgen, also bis zur bis morgigen Folge am Ende weg, die Steine bzw. den Zement unter Sach und Fach haben. Da haben wir schon viel erreicht. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. YOLO. Immer mit der Ruhe. Livestream steht ja auch noch an, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was dran bauen. Je nachdem, ja, nicht ohne Druck setzen lassen. So. Irgendwann wird die Villa schon fertig sein. Da kann man wenigstens sagen, wir haben sie aus eigenen Händen erschaffen und haben nicht irgendwie 35 Millionen an irgendeine Rebellengruppe bezahlt. So. Store. Warum? Achso, es sind nur 15 Steine. Okay. So, 15 Steine wiegen schon fast 100. Da könnt ihr euch so ungefähr ausrechnen, wie viel Zement da reinpasst. Das wird heftig, das sage ich euch. Das wird sehr heftig werden. Mit dem Hammett sind wir da wohl. Ja, was ist? Na gut, mit dem Hammett kann man auch nicht besser dran sein. Weil die Transportwege einfach da wieder zu lang werden. Wo ist denn? Ja, leckt gerade ein bisschen. Leckt gerade ein bisschen sehr. So, jetzt geht's wieder. So, weiter geht's. Ja, wir haben ja auch altes Hoch- und Tiefbau. Also dementsprechend eine Baufirma. Nur leider wird die aktuell weniger gebucht, weil sie halt rebellische Konkurrenz hat. Aber die Preise sind halt so oder so ein bisschen exorbital. Also davon abgesehen. Ich meine, die, die das Geld haben, bitteschön, aber muss ja nicht sein, ne? Ich habe jetzt noch 20 Millionen. Von den 20 Millionen gehören mir, habe ich noch 20 Millionen. Ne, warte mal, 20 Millionen. Da kriege ich lieber nochmal ca. 30, also bis ich dann wieder bei 50 Millionen bin, weil 30 Millionen habe ich als Kredit gegeben. An den Genossen. Fürs Ausbauen, jojo. Wir werden dann schon wieder, wenn der mal eingezahlt oder zurückgezahlt ist, ein reicher Mann. So, dann haben wir das auch schon wieder hier erledigt. So, dann hätte ich gerne mal richtig die 5. Ich mache immer wieder hier die 6 draus statt die 5. 180 von 450. So, Spitzaxt auswählen und bitteschön. Nebenbei markiere ich mir jetzt schon mal hier da, wo wir eigentlich zuerst hin müssten. Quatsch, jetzt zu zweit hin müssen. Ja, bitte warte einen kleinen Moment, so ein Scheiß einfach nur. So. Das Schöne ist halt hier, hier ist es halt einfach ruhig. Nur halt die allgemeine, die Zeit halt des Fahrens geht nur, also der Schutzzeit geht nur so langsam vorbei. Da stehen immer mehr Villen auf Altes. Eigentlich schade, das passiert auch eine Villa baut, ich meine. Meine jetzt normal, ne? Braucht man halt fürs Projekt und alles, aber das halt zu viele eine Villa bauen. Verstehe ich nicht. Also Klicky wird so schlimm im Bungalow bauen. Sieht auch schön aus. Ich muss gerade mal checken, wir haben schon wieder 14.18 Uhr, ja, mein lieber Gesangsfreund. Mal gucken, ob wir nicht, noch nicht relativ in die Dunkelheit reinkommen, aber wie gesagt, in dem Burg passt das sowieso nicht mehr so viel rein wie früher. 15 Steine und Spitzhacks auswählen. So, und der nächste, also denke mal, immer noch einen Mohawk, einmal noch die Taschen selber voll machen. Und dann können wir auch schon wieder verschwinden. Ja, wie gesagt, unser nächstes Ziel wird es dann erstmal sein, nachdem wir die Villa gebaut haben. Ich meine, es ist dann noch nicht vorbei. Muss ich euch leider enttäuschen. Danach kommt noch ein weiterer
ein weiterer längerer Prozess, was ist längerer, der ist etwas verkürzter Prozess. Dann geht es um die Gehwege, dann geht es um die Garage, dann geht es um das Bett und so weiter und so fort halt. Ja, also da wird es auf jeden Fall noch sein, da muss halt auch noch ein bisschen Materialien rangeschafft werden. Das dann irgendwann mal auch noch alles zu haben, gerade Klingelschild und was weiß ich. Aber das kostet nicht mehr allzu viel. Also ich denke mal, das Bett und alles, das war zwischen Holz und Eisen, war das nicht mehr. Was zum Beispiel für das Bett gebraucht wird. Also von daher, das kriegt man relativ schnell gefarmt. Muss ich jetzt eigentlich keine Platte drüber. So 360 von 450. Also noch einmal Mohawk, dann noch einmal Taschen voll machen, dann haben wir's. Bearbeiten geht dann ja eigentlich relativ schnell. Da dürfte es ja soweit keine Probleme geben. Ich überlege mir halt so, was ich an die Haustüre draußen dran schreibe. Das ist halt immer noch so die Sache. Das weiß ich noch nicht so genau. Muss man halt mal gucken. Bin mal gespannt, wie die Klingel funkt. Sowieso so arschgeil. Wir spielen zwei Amis drauf. Also das könnte leiser sein, ich weiß gar nicht. Wir spielen auf jeden Fall zwei Amis drauf. Haben schon ein eigenes Haus, ne? Die haben sich da irgendwie mal so ganz nebenbei das Haus noch hochgezogen. Und alles war beim letzten Mal zum Beispiel, wo ich mal wieder als Bulle gespielt hatte, ganz lustig. Wird natürlich auch später irgendwann die Funktion geben, da hier mal Guten Morgen, Klopf, Klopf zu machen. Ist natürlich auch alles geplant. Aber wir sind aktuell dabei oder dran, den Server zu whitelisten und Mods mit hinzuzufügen. Weil wir halt einfach was Eigenes machen wollen. Aber okay, 440 von 4 hat genau gepasst. Ich werbe klappt du. Dann müssen wir es bloß noch einmal komplett einladen und dann haben wir 450 von 450 und 15 drinne. Aber da muss ich ja gerade mal gucken. Gucken, ob ich auch hier eigentlich mal gemeint so stehen kann. Aber mir dann sagt, sie befinden sich nicht an einer Mine. Ne, das funktioniert sogar von hier, bin beeindruckt. Gerade mal gucken, wenn ich 15. 15 gucken, was in die 90. Kann man gucken, erstmal hier voll machen. Und dann sagen wir weiter. Also schön ist mein zweiter Mohawk, steht ein Atira beim Fahrzeugspawn. Also beim Händler und kann sich nicht mehr weiter bewegen, da ja da mein Ruder kaputt ist. Da ich dann leider beim ersten Aufnahmeversuch dann noch unbedingt mal die Einstellung checken wollte. Und ich dann ja schön weggerutscht bin in das Haus rein. Ja, und da war der mein Ruder kaputt. Halt, einen Stein kann ich noch mitnehmen. Das ist aus irgendeinem Grund auch schon wieder. Egal. Da haben wir jetzt 75. Da haben wir 5. Ach, haben wir 90 Steine. Okay. Passt eigentlich. Ich glaube, 150 brauchen wir. So 150 Zement. So gewirkt. Ich hätte gedacht, jetzt der Main-Ruder im Arsch oder Quatsch, der Dreck-Ruder im Arsch oder der los. Der Verarbeiter, der ist ja recht lustig, der ist ja gleich an der Hauptstraße dran, da können wir ja auch Gott sei Dank Ruhe landen. Wo das mit dem Mohawk, naja, mal gucken. Damit war das jetzt nicht so das Problem.
2,2 Kilometer und da kann man schon mal anfangen noch zu verarbeiten. Und wenn wir weiter waren zur Hütte, ist dann ja auch noch ein paar Kilometer entfernt. Aber da haben wir wenigstens eine sehr gute Landefläche. Übrigens rechts von mir, also wenn man auf mein Haus guckt, rechts von mir zieht dann Klicki ein, das ist jetzt alles so abgesegnet. Der wird dann den nächsten Anfang mit bauen. Tino hat das freundlicherweise abgegeben, da Tino halt nicht dazukommt. Oder das Fahrzeug, komisch, komisch. Ne, da würde ich wohl. Voilà. Da würde ich ungern runtergehen wollen. Also lieber dann hier rechts auf der freien Fläche angehütet ist. Aber hier drüben Stromleitungen sind. So. Wir haben es heute mal wieder hier mit den Handling. Und einmal verarbeiten, bitte. Ja, wir mixen das Zement und ich setze schon mal den Waypoint. Wir mal hinaus. Da haben wir auf jeden Fall schon mal betes was richtig. So, locket your vehicle, das ist richtig. So 15:30. Ja, in den Abend durfte man es eigentlich gar nicht so sehr reinkommen. Wie gesagt, muss ich gerade noch mal gucken, was wir dann überhaupt noch an den anderen Materialien so noch Wichtiges benötigen. Ey, gucken Sie mal. Langweilig. Ja. Was haben wir denn da? 15,6 Kilometer. Gut, das ist jetzt zu Flug schneller zu erreichen. Als wie zu Steine. Immer so lustig, gerade so die das Anfangsgedöns hier. 15:15 halt immer hier rüber und über zu schieben. Gut, ich würde es gerne einmal mixen, dann einmal ein bisschen schneller. Ja, wie gesagt, es ist ja nur hier kein Geheimnis, wenn ihr kurz auf die Karte geht, könnt ihr das Ganze halt einfach verschnellern. Warum das so ist, weiß ich nicht. Hängt irgendwie mit der FPS zusammen oder so. Ist auf jeden Fall, jetzt habe ich extra nochmal nachgefragt, kein Bug-Using, könnt ihr machen. Weil es im Endeffekt ja nicht den enormen Vorteil bringt. So, und gibt es überhaupt hier eine Changelog was Neues? Im Forum, sehr schön. So kann man das auch haben. So, 15 Zement gemixt. Den Zementsack wieder nach drüben und den Stein wieder rübergeholt. Dann wieder den Zementsack nach drüben und die Steine wieder rübergeholt. Und das gleiche jetzt, wenn es geht, nochmal. Das passiert alles zusammen. Wird wunderbar. Jetzt haben wir wenigstens auch schon mal 30 Platz. Und einmal wieder noch verarbeiten und das Ganze einmal noch ein Stückchen schneller, bitte. So. Ja, so wird das auf jeden Fall was. Also, nochmal hier zum Zeigen. Gucken, ob ich das hier so mehr oder weniger mit dem scheiß Mausrad hinkriege. Ja, ne, so mehr oder weniger. Mein Haus, also hier, mein Haus, da Klickis Haus, da Hitchers Haus, ja, unsere Polizei. Nicht unsere Polizei, unser Präsident im Allgemeinen. So, jetzt machen wir mal ein Stück schneller, ja, wir haben heute noch was zu tun, mein Freund. Danke. 15. Du hast 15 in Zementsack verarbeitet, das ist bestimmt auch noch so ein kleiner Bug, der mir gerade aufgefallen ist, ja. Was die Grammatikalik angeht, aber egal, so. 15. Dein Inventar ist voll und es wird weiter verarbeitet. Aber meine Freunde, wir sind erstmal für diesen Part wieder fertig. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen, jetzt im Freitag, wenn wir das alles easy machen. Und vielleicht machen wir da schnell noch ein bisschen Kupfer her. Nur müssen wir gucken, ne? Ich danke. Schönen Donnerstag euch noch. Tschüss.